Holzenkamp für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, übrigens herzlichen Dank für das Lob für unsere Truppe, dass wir so eine gesunde Streitkultur haben. Auch ich kann nur sagen, wir sollten wirklich mit Respekt um die beste Lösung streiten und nicht anders. Und wenn wir uns alle darum bemühen, glaube ich, tun wir uns und der Gesellschaft einen großen Gefallen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der letzte Haushalt dieser Legislatur, für mich persönlich auch, Wilhelm, die letzte Haushaltsrede, wie wir beide wissen. Ich bin dabei sehr gut gelaunt. Wir können erst mal allgemein feststellen, keine neuen Schulden, ohne Steuererhöhungen und frei werdende Mittel zusätzlich investiv eingesetzt. So macht man es richtig, damit Deutschland weiter nach vorne kommt, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, dass wir insbesondere den investiven Bereich immer weiterentwickelt haben. Wir haben die über den gesamten Bundeshaushalt die höchste Investitionsquote seit vielen, vielen Jahren, ich glaube 15, 16 Jahren, erreicht mit dem Haushalt 2017. Davon profitiert in besonderem Maße auch der ländliche Raum. Und deshalb an dieser Stelle auch meinen persönlichen Dank. Das ist mir ein Anliegen, natürlich an Gaius Caesar, natürlich an unseren Uli Frese. Ich will auch Eckhard Rehberg explizit mit einbeziehen, der viel getan hat, gerade für die Mittel im ländlichen Raum in Zusammenarbeit, lieber Christian Schmidt, mit dem Bundesministerium, mit deinem Haus. Das war ein gutes Stück Arbeit, das war erfolgreich. Herzlichen Dank dafür. Ich will auf drei Schwerpunkte eingehen. Zunächst kurz auf die Stärkung Landwirtschaft und ländlicher Raum, meine Damen und Herren. Es ist ja nicht neu, dass wir uns vehement bemüht haben, in dieser Krisensituation uns für ein gesamtes Hilfspaket einzusetzen, wissend, dass wir Märkte nicht steuern können und auch Preise nicht festlegen können. Und die spiegelt sich auch im Haushalt 2017 wieder, wo wir das Bürgschaftsprogramm auf den Weg gebracht haben, den Bundeszuschuss für die landwirtschaftliche Unfallversicherung noch mal verstetigen, wo wir vor allen Dingen die GAK-Mittel noch mal wesentlich erhöhen. Und, meine Damen und Herren, von den Grünen wurde das kritisiert. Erinnern Sie sich an die Zeit zurück, wo Sie Verantwortung haben? Da war die GAK ein grüner Steinbruch. Und mit uns wird er wieder aufgebaut. Das ist vernünftige Politik, meine Damen und Herren. Und das ist die Wahrheit. Und insbesondere das BULE-Programm, das Bundesprogramm für ländliche Entwicklung, das zeigt, dass wir im ländlichen Raum richtig unterwegs sind. Und Wilhelm, du hast darauf hingewiesen, wir wollen nächste Woche die Tarifglättung machen und auch die Mittel aus dem zweiten EU-Hilfspaket verdoppeln, damit wir unseren krisengebeutelten Landwirten, insbesondere in der Milchwirtschaft, helfen können. Übrigens, lieber Uli Frese, mit der Rechtsformneutralität, an uns hat es nicht gelegen. Das will ich an dieser Stelle auch offen sagen. Das entspricht auch der Wahrheit. Und, meine Damen und Herren von den Grünen, immer wieder die Mehr vom Export. Ich will das noch mal deutlich sagen. Die Land- und Ernährungswirtschaft produziert in erster Linie für den heimischen Markt. Aber die Menschen bei uns, die essen auch jede Menge Lebensmittel aus allen Ländern der Welt. Und andere Länder in der Welt, die freuen sich über Lebensmittel made in Germany. Und wir müssen doch mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wir diese Wünsche nicht erfüllen. Das müssen doch auch Sie mal endlich mal verstehen. Meine Damen und Herren, zu dem Thema Umweltschutz und Tierschutz. Das Düngepaket, bestehend aus Düngegesetz und Düngeverordnung, da gibt es jetzt noch eine Frist bis Ende diesen Monats abzuwarten, wo man nämlich Stellungnahmen einbringen kann zum strategischen Umweltgutachten. Dann gehe ich davon aus, dass wir es auch endlich, das sage ich auch ganz bewusst, zügig umgesetzt bekommen. Und das ist ein ordentlicher Beitrag zum Klimaschutz, zum Umweltschutz und auch zum Wasserschutz. Ich will aber auch sagen, und darüber haben wir lange hin und her diskutiert und auch manchmal gestritten, gleichzeitig wollen wir natürlich auch gewährleisten, dass Landwirte ihre Pflanzen vernünftig ernähren können. Und deshalb sagen wir auch mit Blick auf die Landwirtschaft so wenig wie möglich, aber auch so viel wie nötig. Eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Wir haben den Bereich Forschung, Investitionen, Praxisdemonstrationsversuche in diesem Bereich um 34 Millionen erhöht, meine
Damen und Herren, das zeigt, dass wir mit dem Weg Lösungen statt Verbote auf den richtigen Weg sind. Und so geht's. Und nicht eben mit einer reinen Verbotspolitik. Wir wissen natürlich, dass wir uns in einem großen Veränderungsprozess finden, was Landwirtschaft angeht, was die Art und Weise der Lebensmittelproduktion angeht, in einem regelrechten Transformationsprozess. Aber, meine Damen und Herren, natürlich spielt auch Ordnungsrecht eine Rolle. Christina Jantz, wir haben gestern über Pelztiere Verbot vom Schlachten trächtiger Rinder gesprochen, was wir umsetzen werden und auch wollen in aller Kürze. Natürlich spielt auch Ordnungsrecht eine Rolle, aber wir müssen uns vor allen Dingen über Lösungen bemühen, die dann auch wirklich in der Praxis umsetzbar sind. Darauf kommt es an. Und meine Damen und Herren von den Grünen, dazu haben wir von Ihnen leider überhaupt nichts gehört. Deshalb ist es richtig, dass Bundesminister Schmidt eine Nutztierstrategie entwickelt, weil wir uns in einem großen Transformationsprozess befinden oder zu Beginn an diesem Prozess am Beginn stehen, weil es nämlich, meine Damen und Herren, eine sehr breite, auch von der Gesetzgebung sehr breite Herausforderung handelt. Zunächst geht es um längerfristige Planungssicherheit und um eine umfangreiche und komplexe Aufgabe. Es geht nämlich nicht nur um Tierschutz, es geht auch um Baurecht, es geht um Umweltrecht, um Emissionsschutzrecht, es geht um Flächenverbrauch. Und alles muss miteinander zu einem Konsens, zu einer gemeinsamen Lösung hin entwickelt werden. Und da gibt es einfach Zielkonflikte. Und mein Wunsch und mein Appell an Sie alle ist, lass uns diesen Weg wirklich gemeinsam gehen. Und zwar lösungsorientiert und nicht ideologisch. Denn ansonsten, wenn wir den Weg so gehen, dann werden nämlich Strukturbrüche erleben. Und das wollen wir alle nicht im ländlichen Raum. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie dann immer wieder, insbesondere, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, immer wieder ansprechen, wir machen da zu wenig Ökologie und links zu wenig Ökologie. Wir haben den Titel zum Beispiel Innovation und Nachhaltigkeit, über 600 Millionen mit institutioneller Förderung unserer Forschungseinrichtung, haben wir über 50 Millionen erhöht. Wir haben die Eiweißförderung, haben wir rausgenommen. Das geht bei der ökologischen Förderung obendrauf und viele andere Dinge mehr. Bei der GRK kann sich dieser Bereich auch bedienen. Also Sie haben vielfältige Möglichkeiten und deshalb ist diese Darstellung, so wie Sie es darstellen, in der Sache so einfach nicht richtig. Und weil Sie immer ausschließlich von ökologischer Förderung sprechen, sage ich Ihnen ganz offen, da haben wir tatsächlich ein unterschiedliches Verständnis. Wir sehen Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft und Forstwirtschaft ganzheitlich und offensichtlich Sie als Klientel. Und dafür sind wir nicht zu haben, meine Damen und Herren. Ich finde es richtig, die Arbeit an dem Tierschutzlabel Johannes Röhring ist darauf eingegangen. Ich will aber auch ganz offen sagen, Christian, wir müssen aufpassen, dass wir unseren eigenen Bauern in Deutschland, unseren Erzeugern in Deutschland keinen Bärendienst erweisen. Und deshalb muss dieses Labeling von Standards einhergehen mit einer Herkunftskennzeichnung. Und ich hoffe, dass bei der Frage zumindest fraktionsübergreifend auch ein großer Konsens herrscht. Und, meine Damen und Herren, abschließend ein Satz, weil das im nächsten Jahr uns sehr, sehr beschäftigen wird. Wie finanzieren wir diesen Transformationsprozess, wo wir am Beginn stehen? Und da spielen natürlich auch die europäischen Gelder eine riesengroße Rolle. Und ich will mich auch bekennen dazu, dass die Art und Weise der Ausgleichszahlungen, wie sie vollzogen werden, so nicht zukunftsfähig sind. Sie sind nicht differenziert genug und ich finde, sie sind gegenüber der Gesellschaft auch nicht überzeugend genug. Ob man deshalb nur von der ersten in der zweiten Säule umswitchen sollte, das lasse ich mal außen vor. Ich glaube, es gibt vielleicht intelligentere Möglichkeiten, zum Beispiel innerhalb der ersten Säule. Wir wollen ja, sind nicht dafür da, dass wir nur einen Bedienungsladen für unsere Bundesländer machen. Meine Damen und Herren, der Haushalt 2017 ist ein Grund zur Freude. Dank an alle Haushälter. Entschuldigung.
Die Unionsfraktion bekennt sich, das ist mir abschließend wichtig, zu einer modernen, zu einer wettbewerbsfähigen, aber vor allen Dingen familiengeführten Landwirtschaft. So stellen wir uns Landwirtschaft vor. Wir werden den Veränderungsprozess aktiv gestalten mit verlässlichen Bedingungen für die Landwirtschaft, damit sie wissen, was in 5 oder 10 Jahren ist, damit sie Planungssicherheit haben. Und dazu lade ich Sie alle ein, weil mit einer einfachen Wende ist es nicht getan. Sie müssen dann mal sagen, wohin Sie sich wenden wollen. Zurück in die Höhlen, das hilft uns nicht. Vielen Dank. Gut, ich bin gnädig heute. Bitte halten Sie sich dran. Jetzt kommt, ist schon da.